Bye, have a great time. Bitch, I bet I would. On the low, what's up with you, ho? Bitch, you smoking drone. Bitch, you know, bust like 44 when I spit that flow. Cause we go. Und damit herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute darf ich euch mal wieder zu einem neuen Commentary begrüßen. Ja, ich hatte ja bereits im letzten Commentary gesagt, dass ich mich jetzt heute euch bzw. demnächst nochmal über die Ereignisse in meiner Mottowoche was drüber erzählen wollte. Ja, da habe ich jetzt einfach mal gedacht, Dennis hat ein 38-0 erspielt, in Hardcore-Herrschaft war das, glaube ich, mit zwei Hatern und zwei Geists und ja... Davor habt ihr noch gesehen, wie er einen getrollt hat, so einen richtigen Hurensohn, ohne Scheiß. Aber egal, sei es so. Also, ich sag nur eins, der Titel des Videos seht ihr ja schon, He's Going Down. Ja. Das sagt sozusagen alles. Das war eine sehr harte Woche und ich hab jetzt irgendwie immer, bin immer noch down, weil ich kann euch jetzt im Allgemeinen erstmal was drüber erzählen. Jeden Tag das gute Nürten Hardenberger. Wer nicht weiß von euch, was das für ein Pilz ist, das ist also auf jeden Fall ein Bier. Das kostet 39 Cent die Flasche und ja, war auf jeden Fall lecker Schmecker, egal. Fangen wir mal von vorne an. Und zwar, alles hat Sonntag angefangen. Ich bin gegen 17, ja um 17 Uhr, bin ich zum Kollegen gegangen halt, mit dem ich auch schon des Öfteren produziert habe. Chevix, sein Künstlername Fabio. Und ja, da fing alles an, da hatte ich noch ein paar Bierchen eingesorgt von dem Guten. Herrenhäuser, ja. Das ist auf jeden Fall premiumhafter, obwohl es schon billig Bier ist als dieses Nörten, ohne Scheiß. Aber egal. Und ja, haben uns da ein bisschen reingebechert, haben wir da noch einen Song gemacht und hat er auch gesagt, ja. Es wird das letzte Mal produzieren, gemeinsam produzieren sein, bevor irgendwie wir getrennte Wege gehen. Da hat er mit auf jeden Fall auch recht, weil nach dem Abitur sehen wir uns einfach nicht mehr. Das wird jetzt, es war eine geile Zeit, die Mottowoche, und es war die letzte Zeit zusammen mit dem Jahrgang, beziehungsweise mit allen Leuten, die mit mir in der 12. sind. Das ist einfach krass und ja, keine Ahnung. Haben da auf jeden Fall gut getrunken, er war schon gut durch. Ja, und dann kommt auf jeden Fall der Wendepunkt des Abends. Und was ist das gewesen? Ja, hat er zu uns so gesagt, ja, Muttern hat was gemacht, hat, das war so eine Creme, glaube ich, so schön mit Beeren und so richtig schön Quark, so eine Quarkcreme, die durften wir dann vorher noch essen, weil man darf ja nicht mit leeren Magen trinken, ne? Ja. Sonntag vortrinken, Skatepark, 20 Meter von der Schule entfernt, lief auf jeden Fall. Davor waren wir noch bei der Tanke, haben nochmal schön Woddy geholt. Dein Ausweis bitte. Oh, du wirst ja schon fast 20. Oh mein Gott. Ja, ich werde alt, meine Freunde. Shit. Ja, sind von dort, das ist nicht weit, das sind auch so ungefähr 100 Meter bis zum Skatepark und ja, sind dann da hingegangen. Ja, da waren dann schon alle, da haben sogar welche gegrillt, ja, alle, jeder sein Auto aufgemacht, richtig schön Mucke reingebasht, ja. Und da habe ich, glaube ich, mir ein bisschen zu viel genehmigt, meine Leute, meine Freunde, ne? War dann da so bis 23 Uhr, ja. Richtig gebechert, ja, habe ich gedacht, ich gehe zu Fuß nach Hause, aber nee, warum willst du schnell nach Hause? Du bist mit dem Fahrrad gekommen, hast aber dein Licht vergessen. Ja, Leute, dann bin ich mit gut 2 Promille vom Skatepark nach Hause gefahren, komplett im Dunkeln. Dann ging es auf die Hauptstraße, ich nur so hier hin, dann in die Ecke geschlingert, Oh, shit, da habe ich nur so gedacht, ich bin schlau, ich fahre blau. Ja, nein, egal. Dad, Spruch. Und ja, dann bin ich auf jeden Fall nicht auf der Hauptstraße gefahren. Dann bin ich hier hinten rumgefahren durch die ganzen Nebenstraßen und bin dann irgendwann nach Hause angekommen. Ja, kaum lag ich auf meinem Sofa, wollte pennen, denke ich so, yo, willst du ganz entspannt pennen oder willst du während des Schlafs einfach dich nochmal schön übergeben? Ich nach unten gesprintet ins Klo und erstmal schön die ganze Scheiße rausgekotzt. Ja, mitentscheidend war der Alkohol natürlich und diese Scheißcreme. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, erst hat reintrinken in die Woche. Lief auf jeden Fall schon. Ja, mein Stuhl, halt deine Schnauze. Und ja, ich gucke es nur mal kurz, Leute, weil
Nimmt's noch auf. Ja, es nimmt noch auf. Weil ich es hier das provisorisch, wie gesagt, machen muss, weil einfach meine verfickte Webcam einfach den Sound, mein Mikro nicht mehr von der Webcam irgendwie funktioniert. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen provisorisch mit dem Handy hier unten aufnehmen. Deswegen, egal. Gut. Ja, und dann dachte ich mir erstmal, gehst du zu Sport? Nee. Geh lieber nicht hin. Du hast in Hochsprung und den ganzen Scheiß einfach 11 Punkte bekommen. Das entspricht der normalen 2. Gehst du nicht hin, auch nicht zur Kunst. Ja. Habe ich dann erstmal bis 10:30 gepennt, bin dann zur Schule, weil erster Tag, Montag, war Motto halt einfach Schlabberlug, einfach eine Jogginghose angezogen, da habe ich noch die schöne Team Germany Cap aufgesetzt. Oh mein Gott, Leute, ne? Da habe ich auch dann noch, Mittwoch kommt dann auch die Story noch, ey. Ja, die Team Germany Cap, ich lasse die jetzt einfach mal wieder auf. Boah. Da waren dann nicht mehr viele, hatte ich 5., 6. und ansonsten 8., 9. noch ganz kurz, weil wir dann noch von dem einen Samstag, wo wir mal in die Schule mussten, die Noten bekommen haben, aber lief alles ganz gut. Ja, Montag war auch jetzt nichts Spannendes an sich so, da haben wir halt dann immer dann noch das gute Nörten Hardenberger an dem Skatepark getrunken, also lief auf jeden Fall immer schön reingebasht mit dem Bier und ja, dann war auch schon der Tag dann sozusagen zu Ende. Wir waren dann auf jeden Fall dann noch bis 18 Uhr, dann haben wir noch, waren wir noch schön auf dem Schulgelände, haben dann noch ein bisschen Fußball gespielt, haben gechillt, also wir haben einfach nur das Wetter genossen, weil es war ein ganz geiler Tag eigentlich, der Montag, hier jedenfalls in Buxtehude bzw. in Buchwedel und ja, haben dann noch ein bisschen das Wetter genossen, dann hat der eine noch seinen Johnny rausgeholt, ne? Seinen Johnny rausgeholt! Ihr merkt einfach, ich bin einfach so durch doch von der Woche, nein, einen Johnny rausgeholt, oh shit! Ich habe aber nicht dran gezogen, ja. Ich bin straight out the underground, straight out the Compton. Nein, ich habe einfach nicht dran gezogen, einfach keinen Bock gehabt. Besser so. Dann war das der erste Tag. So, Dienstag. Dienstag war das Motto, ach ja, Kindheitshelden. Und da hat natürlich der Hans richtig reingebasht. Ich weiß nicht. Das ein oder andere Mal, denke ich, werde ich euch einfach dann nochmal da oben in der Ecke oder je nachdem da unten oder irgendwo, wo es reinpasst, noch mal ein paar Fotos von der Mottowoche reinklatschen, beziehungsweise auch noch mal ein Video von Mittwoch, weil da hatten wir abends dann noch Party gemacht, aber später noch weiter dazu was. Das wird jetzt ein längeres Video, aber scheiß drauf. Ja, Dienstag. Kindheitshelden. Ich als Hans morgens erstmal zu Edeka gefahren. Erstmal schön Kippen geholt, ja. Ihr wisst, ich bin ein Dampfer, aber was passt zu Hans? Kalter Kaffee und Ziggy. Am Nackel! Und nun ja, war auf jeden Fall lässig, einfach im Unterricht mit einer Sonnenbrille, mit einer Cap im Unterhemd von Hans mit Hashtag to True zu sitzen und ja, einfach ein und give a fuck zu machen, ne? Shit. Alle Kinder haben mich auch dumm angeguckt, das ist mir so scheißegal. Von den Kippen habe ich am Ende dann 3 selber geraucht oder so, keine Ahnung, also alles sonst verschenkt, scheiß drauf. Und natürlich dann auch wieder trinken hier, trinken da, trinken dort. Ja, lief auf jeden Fall. Wieder das gute Nörten reingeknallt zwischen den Stunden, beziehungsweise der Dienstag, da war ich wirklich bei jedem Unterricht noch anwesend, weil ich da wirklich noch Wert drauf gelegt hatte, vor allem bei Spanisch. Spanisch sind wir ein kleiner Kurs, es waren aber nur 3 Leute da, mit mir. 3 Leute. 8., 9. Spanisch. Lief auf jeden Fall. Und da hat mich mein Lehrer auch erstmal schon angeguckt, weil ich war schon so durch, weil ich so viel Bier einfach getrunken habe. Aber egal, lübt auf jeden Fall. Ja gut. Dann gab es an dem Tag auch nicht mehr zu viel zu erleben. Na, dann kommt der Mittwoch. Da gab es dann mehr zu erleben. Da war Oktoberfestmotto. Und ja, erste, zweite Stunde rum. Ich gehe so zu Edeka. Das ist ja direkt gegenüber von der Schule. Also direkt einfach, da muss man... Ihr müsst euch das so vorstellen. Also hier ist einfach die Schule. Dann ist davor, also hier ungefähr. Dann sind dann die Bushaltestellen. Und dann geht da eine Straße rüber. Und dann ist da vorne... Dann Edeka. Es ist schlecht erklärt, ich kann es aber auch schlecht zeigen, weil die Webcam nimmt schon, ich nehme in der Webcam schon den einen oder anderen Platz schon ein. Ja, hab dann natürlich, was passt zum Oktoberfest-Motto? Erstmal ein schönes Weizen geholt. Aber ich bin so dumm gewesen auf dem Rückweg, da kam so eine richtig fette Lehrerin, also so eine richtig, natürlich mit Chemielehrerin kann ich sowieso immer gut, kam dann an, du packst jetzt das Bier in den Mülleimer und gehst aufs Schulgelände. Ich so, was? Du gehst jetzt aufs Schulgelände! Sie ist gegangen,
Ich flüstere mir dann nur so leise mir zu. Oh, Fotze. Dann warte ich, bis sie mit ihrem Bus abgezischt ist. Hol mir meinen Weizen wieder, weil sowas geht überhaupt gar nicht. Es ist ja klar, Alkohol ist auf dem Schulgelände verboten, aber man kann doch wirklich als Lehrer einfach mal ein Auge zudrücken, wenn Mottowoche ist, wenn man die letzte Schulwoche seines Lebens erlebt. Aber egal, sei es drum. Gut, dann war noch so ein Fußballturnier, hat mich nicht so interessiert. Ich hatte mich eigentlich, weil ich danach komplett frei hatte, eigentlich nur noch aufs Saufen halt irgendwie konzentriert. Ging auch ganz gut ab. Dann blieb ich dann wieder bis 16 Uhr, ein Bierchen nach dem anderen, Mugge. Lief auf jeden Fall. Und ja, dann abends kam meine DJ-Künste einfach mal wieder dazu, weil wir hatten im Clubheim vom FCB, also von unserem FC Bukwil, das ist unser Fußballclub hier, da hatten wir das Vereinsheim gemietet und ja, da war ich schon auf zwei Feiern zuvor und auf dieser Feier. Und jedes Mal, ne, jedes verfickte Mal hat der Boden geklebt und es hat nach Kotze gestunken. Also es läuft auf jeden Fall in diesem Heim immer alles richtig. Gut, hab dann da so eine Stunde, anderthalb Session gemacht, weil ich wollte selber noch eigentlich trinken, bin aber dann todmüde gewesen, weil einfach die Tage mich schon so geschafft hatten, einfach immer bis 16, 17 Uhr in der Schule an dem Skatepark getrunken. Jo, hab die Session gemacht. Ja, was machen betrunkene Leute? Ich hab eine Sonnenbrille mit, auch die Team Germany Cap. Sie fucken einem die Sachen ab, wenn sie einfach irgendwo rumliegen. Oder auch deine E-Zigarette. Ich musste meine verfickte E-Zigarette, meine zweite E-Zigarette, immer mitnehmen, weil immer jemand an meiner verfickten E-Zigarette ziehen wollte. An diesem Verdampfer, an dem Kleito, da hat schon der halbe Jahrgang dran gezogen. Den habe ich immer noch nicht desinfiziert, Mann. So eine Scheiße, aber egal. Session, ganz gut. Ich blende euch jetzt noch ein Video ein. Ja, habt ihr gesehen, es ging auf jeden Fall richtig gut ab. And it's holding on, and it's holding strong. Even though I'm trying to make it, baby, pop, and I can't fake it. Disclosure, holding on, featuring Gregory Porter, meine Freunde, ja. Lübt. Gut, dann wollte ich um 23 Uhr nach Hause, hatte alles abgebaut. Ich hatte Angst gehabt, die haben auf den Tischen getanzt dann auch hinten, wo auch die Boxen aufgebaut waren. Da lag mein ganzes Equipment noch, ne? Jetzt im Nachhinein kann ich meinen Chipputz sowieso in eine Tonne schmeißen, weil das ist 5 Jahre alt. Ja, und es ist schon so gut abgenutzt. Ja, läuft auf jeden Fall. Egal, wollte nach Hause. Natürlich hab noch meine Sonnenbrille und meine Cap gefehlt. Sonnenbrille gefunden. Wo ist meine Cap? Ich wusste, irgend so ein Mädchen aus unserem Jahrgang hatte sich die einfach die Witz. Ich wollte mir die schon vorher wiederholen. Ich zu der besten Freundin von ihr. Die ist jetzt gerade nach Hause. Die hat deine Cap in den Altkleidercontainer geschmissen. Ist das gerade dein verfickter Ernst oder was? Jo! Nee. Ja, erstmal natürlich wütend, Hassnachrichten geschickt und dann zu dem Container hingegangen, ne? Also Altglascontainer, hatte sie überall so gesagt, überall reingeleuchtet. Und dann blieb nur noch der Altkleidercontainer. Hab schon so richtig Panik gehabt, weil diese Cap, ne? Das ist ein Unikat, das habe ich mir im Internet für 30 Euro bestellt. Und ich wäre echt richtig sauer gewesen, wenn diese Cap weg gewesen wäre. Aber dann haben sie mir zum Glück noch geschrieben und am nächsten Tag hat sie mir die wiedergegeben. Natürlich war sie vollbreit. Warum auch nicht, ne? Lübt auf jeden Fall. Gut. Donnerstag, letztes Motto. Film und Serien und Lebensmittel. Ja, manche sind als Zigarette gegangen. Fand ich ganz lustig. Ich glaube, die Lehrer fanden es nicht so lustig. Aber egal. Ja, mein Erdkundelehrer sowieso der gechillteste. Erste, zweite Stunde. Erstmal einfach so entspannt eine Frühstücksrunde gemacht, einfach über dies und das geredet. Hab mich aber nicht weiterhin verkleidet an dem Tag. Hatte irgendwie auch keinen Nerv, irgendwie so. Oh, die Woche war schon so lang, ne? Also immer Bier, Mucke, Schule, Bier, Mucke, Schule. Was ich bereits im letzten Video gesagt habe. Na gut. Lief auf jeden Fall. Was hatte ich denn? Dritte, vierte hatte ich ja frei. Dritte, vierte habe ich Donnerstag immer frei gehabt. Fünfte, sechste bin ich nicht hingegangen, hatte ich einfach keinen Bock mehr. Gut. Dann habe ich meinen Erdkundelehrer gefragt. Markus, wollen Sie mit mir noch nach der Schule, nach Dienstschluss ein Bierchen trinken? Jo, Jan, das machen wir. Ich da die ganze Zeit gewartet. Hätte schon um 10 Uhr zu Hause sein können. Steig um 16.10 Uhr in den Bus ein. Zahl 1,50. Ruft mich ein Kumpel an. Hey,
Herr Doll ist jetzt hier. Markus ist jetzt hier. Ja, hallo Jan, ich habe jetzt auf dich gewartet. Wo bist du denn? Shit. Ich so, ja, ich bin gleich da, 10 Minuten. Steig Pestalozzi-Stiftung aus. Das ist eine Station weiter als Schulzentrum bei uns. Und sprint dann hin. Und dann einfach nochmal ganz entspannt ein Liter Bier mit ihm getrunken. Über dies und das geredet. Ja, Schule meistens halt, ne? Aber er ist auch so der chillige Lehrer, man kann mit ihm sogar über sein Privatleben reden, zum Beispiel. Das macht ja auch nicht jeder Lehrer. Und hat ein 3-0er-Abi, also von daher, lübt auf jeden Fall bei ihm. Und der hat mich dann nur nach Hause gefahren, ganz entspannt. Dieser Lehrer ist echt ohne Scheiß. Das ist einfach der beste Lehrer, den ich erwischt habe in meinem ganzen Leben. Das ist im Erdkunde-Leistungskurs, aber egal. Gut. Das war sozusagen auch die Mottowoche. Jetzt heißt es halt, jetzt sind Ferien gerade. Heute habe ich mir schon was angeguckt, heute habe ich mir schon Geschichte angeguckt. Jetzt sind nur noch ungefähr 2,5 Wochen. Ja, knapp 3 Wochen. Und dann beginnt mein Abitur. Ich habe sozusagen in den Ferien jetzt noch Zeit zu lernen. Und danach noch 1/2 Woche. Und dann ist schon die Geschichtsabiturprüfung. Und ja, ich muss jetzt echt Hackengas geben, damit ich da jetzt noch Anschluss finde. Gut, sei es drum. Ich habe jetzt schon wieder gut 15 Minuten gelabert. Ich muss erstmal gucken, ob ich so viel irgendwie Gameplay-Material noch habe, aber ich habe zum Glück auch noch was mit der Arbeit Media aufgenommen. Also, falls es nicht gereicht hat, seht ihr noch von mir ein Gameplay. Wahrscheinlich viele Tode, aber 60 Kills, keine Ahnung. Ich muss einfach mal schauen. Ansonsten war es das für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch bitte eine Bewertung da, am besten eine positive Bewertung. Also, mir fallen jetzt die Kommentare einfach wesentlich leichter eigentlich als vorher. Auch wenn ich jetzt ein bisschen hier halt viel labere, aber ihr wolltet ja wissen, beziehungsweise vielleicht manche von euch das interessiert, wie meine Mottowoche war, und jetzt habe ich euch da erstmal was drüber erzählt. Jo, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste oder übernächste Woche wieder, und ja, dann würde ich mal sagen, gebe ich euch ein Update, wie es mit dem Lernen geklappt hat, beziehungsweise was in den Ferien noch so passiert ist. Also bis dahin, haut rein, tschüss! Shake it, shake it, shake it.